Das ist das Nächste, was uns jetzt bevorsteht. Das heißt, Bush hat das erste Mal eine Weltraumdoktrin von sich gegeben, wo er gesagt hat, wir werden, im Grunde genommen muss man sich das vorstellen, die haben den Weltall jetzt deklariert als einen neuen Kontinent. Und das heißt, der gehört uns. Erstmal haben die Amerikaner, Weltall gehört ihnen. Dann wird jetzt, gibt es private Weltraumfahrt, das heißt, es wird Schürfrechte geben für Planeten. Und wer wird diese Schürfrechte vergeben? Ja, die Amerikaner. Das haben sie mal festgelegt. Ja? Also es gibt so UN-Abkommen, da steht drin, gehört niemand und wird dann von uns und so weiter. Und Alles Schnee von gestern. Schnee von gestern, wir haben die dicksten Arme, wir werden uns das holen. Und natürlich muss dann auch das Weltall geschützt werden. Das hatte CNN hat dann geschrieben, to guard the space. Ja? Also das Weltall muss geschützt werden. Vor wem? Vor Konkurrenz eigentlich, so denken sie. Also werden sie eine eigene Weltraumstreitkraft aufstellen. Also es gibt schon ein Space Command, aber Space Command sozusagen angedockt wie früher die Luftwaffe an die Armee, gibt es jetzt ein Space Command, was an die Luftwaffe angedockt ist. Aber die Bedeutung davon wird so groß sein, dass man, also dass jetzt darüber geredet wird, eine fünfte Teilstreitkraft aufzubauen. Es gibt ja die Marines noch in den USA, darf man nicht vergessen, das ist noch eine eigene Teilstreitkraft. Also das heißt, die Militarisierung. Das ist das, was man den Amerikanern vorwerfen muss, dass wo immer sie auftauchen, sie haben, arbeiten mit einem Reptiliengehirn, mit Ideen aus dem 19. Jahrhundert, des Imperialismus, und das transportieren sie mit Hilfe ihrer überlegenen Technik jetzt auch ins Weltall. Da ist nichts zu erwarten, außer die gleichen Mist, den sie hier angerichtet haben, auch in die Umlaufbahn zu starten. Und das wäre natürlich ein fataler Schritt. Ja?